Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute My Time in Sandrock. Vor ein paar Jahren habe ich schon mal My Time in Portia vorgestellt. Das hat mir ganz gut gefallen. Da ging es so wie in Minecraft darum, sich eine Basis aufzubauen, Gemüse zu pflanzen etc. Und so ähnlich ist auch der Nachfolger. Ich bin nicht mal sicher, ob das der Nachfolger ist, also es ist ein neues Spiel in anderer Umgebung, diesmal eben nicht in Portia, sondern in Sandrock, in der Wüste. Und hier laufen die Dinge ein bisschen anders, weil hier gibt es wenig Bäume, wenig Wasser, solche Sachen. Deswegen ein neues Crafting- und Spielprinzip. Wir farmen unsere Sachen hauptsächlich aus Müllhaufen, die in der Gegend spawnen. Ich zeige euch das später noch. Oder hier Steine, Pflanzen, Kaktusbäume. Und um daraus was Vernünftiges herzustellen, brauchen wir einen Wiederverwerter. Den habe ich mir schon mal gebaut. Das ist meine Werkbank. Das ist meine Montagestation. Momentan habe ich die Quest liegen gelassenes beenden. Und außerdem will ich mit dem Forscher sprechen, mit Key, ihr seht rechts die Quests, um zu erfahren, was es mit den gefundenen Datendisks auf sich hat. So, also hier im Wiederverwerter wird derzeit Kupferschrott hergestellt. Dazu braucht es auch Energie. Na, ich erkläre euch das später noch. Voraussichtlich, wie das hier alles funktioniert. Grundsätzliches Spielprinzip ähnlich wie in Stardew Valley oder Minecraft oder auch Ark letztendlich. Wir bauen uns hier eine Basis auf. Ich bin hier der Handwerker und die Basis muss erweitert werden. Verschiedene Aufgaben müssen gelöst werden. Hier wird viel Wert auch auf die soziale Komponente gelegt, also das Gespräch mit den NPCs, die hier rumlaufen. Es gibt auch eine Multiplayer-Version von dem Spiel, sicher auch ganz witzig. Wir warten jetzt im Prinzip, dass unser Kupferschrott hier zu Kupferstäben verarbeitet wird. Kupferstäbe brauchen wir, um die Montagestation weiterzubauen. Oder auch den Ofen hier. Quarz brauchen wir. Ich gehe jetzt erstmal in die Stadt. Beziehungsweise ich erkläre euch erstmal das Menü, glaube ich. Das Ganze hier wird komplett mit dem Controller gesteuert. Keine Angst vor dem Menü. Am Anfang ist man ein bisschen erschlagen. Aber es ist eigentlich alles relativ simpel. Wir haben eine Werkzeugleiste, so wie in Minecraft. In die können wir uns verschiedene Gegenstände hereinziehen. Das ist unser Inventar mit den verschiedenen Gegenständen. Spitzhammer, Steinaxt, das sind Dinge, die wir uns erst craften müssen. Auch das kennt man aus Minecraft. Dann gibt es links den Charakterbildschirm. Hier sehen wir die Erfahrungspunkte, Ausdauerpunkte und vieles mehr. Hier können wir den Charakter dann auch an- bzw. umziehen. Neben dem Inventar rechts ist die Karte. Das hier ist Sandrock. Das hier ist das verlorene Paradies. Dann gibt es Aufgaben. Das Geschenk des Wassers. Ich habe im Namen der Kirche etwas Wasser erhalten, fülle es in deinen Wassertank, das werden wir auch gleich machen. Im Haus habe ich schon eine Truhe, die ist wichtig, weil mein Inventar jetzt schon überläuft. Und da kann ich mir jetzt das Wasser rausholen und testweise auch den Tau, wollte ich sagen, der ist aber eh noch in meinem Inventar und dann versuchen wir das mal in die Truhe.
in den Wasserturm, in den Wasserspeicher zu füllen, interagieren. Wassertank. Mittlerer Wassertank. Der Wiederverwerter scheint auch Wasser zu benutzen. Ich gucke jetzt mal, ob ich hier Wasser einfüllen kann und wie das funktioniert. Wir gehen auf das Wasser, dann auf Bewegen und ziehen uns das hier oben in die Leiste. Mit dem Steuerkreuz. Kann ich das dann hier möglicherweise einfüllen? Also mit dem Steuerkreuz kann ich es auswählen. Jetzt habe ich den Wassertank aufgenommen, das war auch nicht der Plan. Ah, so wird das Wasser hier eingefüllt. Gut. Ich gehe jetzt ins Bett. Und dann gehen wir den Forscher besuchen. Derweil ist der Wiederverwerter hier anscheinend fertig. Wissenspunkte freigeschalten, sehr schön, was auch immer das bedeutet. So, jetzt haben wir hier Kupferstäbe. Fehlt immer noch einer. Bedeutet, wir werden hier nochmal etwas mehr wiederverwerten. So, der arbeitet jetzt wieder und ich gehe jetzt derweil mal ins Dorf. Post gibt es keine. Und das ist wirklich schön gemacht. Also das ist meine Werkstatt hier am Rande der Eisenbahn. Das hier ist die Stadt. Wir können mit jedem Bewohner quatschen. Neben der Map, der Aufgabenliste, gibt es hier die Blaupausen, die wir besitzen, also Baurezepte sozusagen. Hier werden die Beziehungen zu anderen Charakteren dargestellt. Ereignisse im Kalender. Hier gibt es Wissenspunkte. Hier wird nochmal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Hier können wir uns verbessern mit der Zeit. Zwei Wissenspunkte kann ich noch ausgeben. Das mache ich aber später. Dann finden wir ganz rechts die Einstellungen. Links davon gibt es so eine Art Lexikon zu den Büschen, die ich euch vorher gezeigt habe. Das Jagddorn, eine gewöhnliche Pflanze. Hier unten sieht man, was man bekommt, wenn man die Pflanze umhaut. Und das gibt es dann auch für Bäume. Für Monster. Zum Beispiel die Hummeise, die habe ich schon kennengelernt.
für Geografie, Produkte und vieles mehr. Wissen, Fotos von verschiedenen Ereignissen, die werden hier automatisch gespeichert. Und dann sind wir durch. Das ist das Menü, so kompliziert ist das eigentlich gar nicht, wie man am Anfang denkt. So, ich suche jetzt den Forscher, den Key. Ich denke mal, der ist da oben. Dem will ich sprechen. Ah, der ist im Forschungszentrum. Wo auch sonst. A new builder. Why wasn't I informed of this? A data disk. Allow me to explain. Data disks are a type of storage medium made of multiple layers of polycarbonate. While many of them don't contain anything useful, some have troves of data on how the old world built their machines and structures. Now granted, we're not yet technically proficient enough to recreate exact replicas of these relics, but with a builder's help, we can get pretty close. Data disks help me create diagrams for new machines, which you can construct on your assembly station. I keep a collection of diagrams, plus potential future plans, with me at all times. So if you need to build something that's not in your handbook, talk to me. Bring me data disks, and I'll give you new diagrams. Simple enough. Come here when you have more data disks. Mal sehen, was der uns anbietet. Tausender Erzraffinerie. Haushaltsofenverarbeiter. Schleifer. Wir investieren mal. In den Schleifer. Das kann nur nach und nach erforscht werden. Aber wir sehen uns bestimmt bald wieder. Das hat es also mit den Datendisks auf sich. Jetzt gehen wir noch herausfinden, wie wir Seil machen können. Ich brauche nämlich einige Seile. Für den Hebekran, das ist Sandy, das Kamel, mit dem kann ich auch interagieren. Schön, wir können mit allen interagieren. Ja, das heißt, wir müssen jetzt zur Handelsgilde, denke ich. It's you again. Say, since I've got you, did I ever explain the commission board to you? Dedicated to figuring it out yourself, eh? Well, good on you. The less time I have to spend training you, the more time I'll have for, big important president stuff. I think you'll find the information you need in the Commerce Guild handbook on my desk. Check it out if there's something you're not getting. Ciao!
Hier gibt es anscheinend neue Baupläne. Und wir brauchen das dicke Seil. Dickes Seil gelernt. Dann geht es jetzt wieder zurück in meine Werkstatt. Ja, und so läuft das hier ab. Ich habe das schon ein paar Stunden gespielt. Macht Spaß. Das Geschenk des Wassers, da muss ich auch irgendwann mal vorbeischauen. Hier gibt es allerhand Quests. Da laufe ich einfach mal durch die Gegend demnächst. Aber ich fokussiere mich jetzt nochmal auf mein Zuhause. Da fährt sogar ein Zug vorbei ab und an. Den sehen wir übrigens auch im Intro. Die Zeitung wollte ich noch abonnieren. Hier gibt es eine tägliche Zeitung. Das ist Jensen. We've met, but I don't think we've been properly introduced. I'm Jensen, the conductor of the Sandrock train station. Nice to have you in Sandrock. Mit allen Charakteren können wir ein kleines Minispiel spielen. Das finde ich auch sehr nett gemacht. Maus schlägt Elefant. Ah, da gibt es verschiedene Regeln, das wird einem kurz erklärt. Katze schlägt Maus. Wer zuerst 2 Punkte hat, hat gewonnen. Mhm. Eine spannende Runde. Die spielen immer alle gern dieses Spiel. Hier geht's bestimmt. Woanders hin, aber im Moment möchte ich nicht verreisen. Ich möchte zu meiner Werkstatt, um Seil herzustellen. Dickes Seil. Fünf Stück brauche ich davon. Dann gilt es, Ziegelsteine herzustellen und vieles mehr für meinen Ofen brauche ich Quarz. Ich denke mal, den kann ich random in der Mine finden. Die zeige ich euch auch noch. Denn der Kupferschrott braucht ja hier noch eine Weile zur Verarbeitung. Die Mine ist da oben. Also was heißt Mine? Das ist ein Schrottplatz. Kämpfen kann man auch. Ich habe mir, by the way, immer noch kein Schwert gebastelt. Gar nicht dazu gekommen. Das ist Rocky, der Chef hier. Da spare ich jetzt das Gespräch. So, das hier ist Jagddorn. Wir wählen jetzt das richtige Werkzeug aus, das uns angezeigt wird. Und dann können wir das hier auch bearbeiten bzw. fällen. Und ihr seht unten links, was es dafür gibt. Und nach dem gleichen Prinzip gehen wir hier mit dem Müllhaufen vor. Und ich hoffe, dass dabei irgendwie Quarz rumkommt. Wir verbrauchen Ausdauer, das seht ihr unten rechts.
können wir durch Nahrung wieder ein bisschen auffrischen. Dreck ist ein Brennstoff, den wir für unseren Verwerter brauchen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwo jetzt Quarz bei rumgekommen ist. Leider. Aber dafür ein paar Datendisks und so. Ja, es ist halt auch draußen Zeug. Hier zum Beispiel Steinreste. Kupferreste. Kaktus wird auch kein Quarz drin sein. Holzreste. Da brauchen wir wieder ein anderes Werkzeug. Ah, das ist sogar ein hochwertiges Holzstück. Das kann ich mit dem derzeitigen Werkzeug gar nicht farmen. Können auch hier direkt Steine abbauen. Naja, die jetzt nicht, aber die hier. Flusssteine sind das. Hey! Hey! Wir können spaßhalber mal eine Hummeise angreifen, weil wir da nicht, da haben wir ja keine Waffen. Deswegen macht das nicht wirklich Sinn, beziehungsweise ist es nicht aufwendig. Ja, auch die lassen Zeug fallen. Ameisenhonig in dem Fall. Heißhonig, Grill, Hummeise. So läuft dieses Spiel ab. Ich stehe noch ganz am Anfang und habe schon einige Stunden investiert tatsächlich. Holzreste. Holzreste. Katzenschnurrhaare. Auch noch nie gesehen. Jetzt haben wir direkt einen neuen Eintrag im Lexikon erhalten. Holzhaufen. Sowas spawnt eben auch random vor unserem Haus. Ab und zu. Ich glaube, ich habe immer noch nicht genug Quarz. Keine Ahnung, wo ich den Quarz her habe. Ah, doch, ich habe genug Quarz. Und jetzt kann ich den Ofen aufnehmen. Wunderbar. Und kann den platzieren. Hier fehlt jetzt Kraftstoff. Dann nehme ich wieder diesen Dreck. Den ich reichlich habe. Und dann gibt es hier den Ofen. Ah, und mit dem Ofen kann ich Ziegelsteine herstellen. Wunderbar. Und so fügt sich das hier nach und nach. Auch hier wird Kraftstoff benötigt. Auch hier kann ich mit Dreck arbeiten. So fügt sich das nach und nach zusammen und man entwickelt sich weiter. Ziegelsteine. Was jetzt noch fehlt, sind Lager. Da finde ich auch noch raus, wie man das herstellt. Ja, und dann bin ich auch schon wieder durch für diesen ersten kleinen Ausblick hier auf My Time at Sandrock. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir macht das Spiel gerade ziemlich viel Spaß. Ich glaube, ich spiele das noch eine Weile.
Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo und oder Like, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.